So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Wir haben uns dazu entschlossen, wir haben uns einen Spawnpunkt gesetzt im Schneegebiet. Wir haben uns einfach Betten hingesetzt. Kein Portal, gar nichts. Ich entmute mich und weiter geht's. So. Dann gehen wir jetzt Eier suchen, hä? Nächstes Problem. Ich habe nicht so viel Platz. Oh, jetzt habe ich wieder das Falsche genommen. Warte, ich baue noch eine Kiste. Da kann ich meine Dingsrüstung reinsetzen. Scheiße. Okay, ich habe gleich genug Platz, wenn ich... Tut mir leid, dass ich die Kiste gerade mit meinen Sachen voll mache. Ja, na oben habe ich ja mein Zeug drin. Ich habe genug Platz. Ich noch nicht. Wie viel Ausdauer und Gesundheitsmet hast du? 4 und 2. Also 4 Ausdauer, 2 Gesundheitsmet. Mehr nicht? Und wie viel Platz hast du frei? 200 irgendwas. Warte mal. Das da und das da, damit du noch ein bisschen mehr hast, weil ich habe von jedem 10 10. Jetzt habe ich genau 100. Oh, Platz. Okay. Also, was nimmt denn da bei mir gerade so viel ein? Und der Hammer? Essen und Pfeile wiegen das meiste. Warte mal, dann mache ich die Frostpfeile. Nehme ich rein und die 100 Pfeile bringt auch nichts. Braucht man nicht. Ich bin immer noch bei 103. Shit. Wie viel Holz habe ich denn weggeschmissen? Dann baue ich halt noch eine Kiste. Ist mir scheißegal, ey. Hier liegt auch noch Holz. Muss ich auch schmeißen. 4, noch 5 Holz und dann baue ich halt noch eine Kiste. Passt schon. Daku! Ja, wie sollen wir den besiegen? Weglocken, einfach nur weglocken. Sicher, dass das gut ist zum Ei hin? Der ist eh auf mich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Da ist noch ein Drache, der sich wahrscheinlich einmischt. Der Drache ist mir gerade scheiß. Der kommt hoch. Wieder runter. Der geht halt am Ende wieder dahin zurück, wo er gespawnt ist. Ziemlich in der Nähe. Ja, neben dem Haus. Kann man das Ei einfach schon hochbringen und dann einfach da reinlegen? Ich glaube. Du hast ja 3 Slots dafür dort. Jetzt habe ich keine Pfeile dabei. Wow. Scheiße, ey. So, ein Ei habe ich schon mal. Da ist der Steingolem. Jetzt reicht's mir mit dir, Drache. Jetzt stirbst du. Das ist mir scheißegal, ey. Jetzt stirbst du. Komm ran, wenn du hörst! Okay, er kämpft gegen den Golem. Dann darf er überleben, oder wie? Nö. Der Golem nimmt dir gerade alles auseinander.
Drache ist down. Golem wird gleich zu einem Steinklotz. Warum? Weil er an seinem Spawnpunkt ist. Oh, der läuft die ganze Zeit hier rum jetzt. Ach komm, verpiesel dich. Och nö, Mann. Ey. Jetzt ist... Oh. Warum kann der den Berg so easy hochlaufen? Was soll das? Er ist der Berg. Das ist es halt. Scheiß ist er. Der sieht aus, als ob er seinen Oberkörper trainiert hat, aber die Beine vergessen. Die Beine braucht er ja nicht. Wenn er alles andere so platt macht. Komm, wenn jetzt hier runter... Arschloch! Wenn jetzt hier runterkommst, du dürftest dann gar nicht mehr da hochgehen. Oh, bist du cool mit deinen Armen. Wolltest du den Stein vermöbeln? Oh. Pff, triffst mich nicht. Haha. Haha. Treffe ich dich? Nö, ich treffe den fetten Stein. Oh Mann, ey. Dachte man, oh, das wird easy. Dort einen Spawnpunkt setzen und was ist? Taucht so ein fetter Klops auf. Der immer noch pissig auf mich ist, hä? Der war doch jetzt wieder Kilometer weit weg. Verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nö, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. So. Hä, was? Warum? Was? Ach, nichts. Ich hab mich gerade nur gewundert, warum ich zu viel wiege. Weg, 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 weg. Scheiß auf eine neue Kiste jetzt hier. Oh, die Arbeitsteilung gefällt mir. Hat er echt immer noch nicht abgelassen? Ich bin gar nicht mehr bei dem. Okay. Ich bin schon längst weg von dem. Ein Ei noch. Ja, ich gucke gerade mal hier oben bei dem Ding rum, ob wir da irgendwo noch ein Ei hätten. Was liegt denn hier? Ach so. Ob das klug ist, den Golem hierher zu locken, dass der mit uns gegen den Drachen kämpft? Nee. Weil aus dem einfachen Grund, er würde uns nur behindern und den Drachen vielleicht teilweise treffen, wenn überhaupt er Schaden macht an dem. Also, nee. Ich will mich auf den Drachen konzentrieren und nicht auf den Golem, der auch noch heute vom Boden rumkrabbelt. Hier, wo ich bin, ist gerade aktuell wirklich kein Ei. Aber hier fliegt ein Drache. Zwei. So, Ei Nummer 2 ist drinnen. Eigentlich ist das einfach das, wo wir vorbeigelaufen sind.
Na, da bin ich ja gerade in der Nähe, aber ich kämpfe gerade gegen Drachen und da, wo Drachen sind, sind ja bekanntlich immer Eier. Ich sag mal so, du bist auf der anderen Seite des Berges. Nur mal so als Info. Von der Seite sind wir nicht gekommen. Ja, hier ist aber irgendein Arthaus. Mit einem Runstein. Aber kein Nest. Ach Mann, ey. Wenigstens eine Kiste hier drinnen. Natürlich nicht. Ist doch nicht so wild. Ich könnte eh kein Ei schleppen. Warum? Weil ich 190 hab. Da ist eine Kiste im Stein drinne. Ah, Frostpfeile. Kann ich mitnehmen. Oh Gott. Du hast Feuerpfeile dabei, oder? Ich weiß nicht, ob ich nur welche habe, aber ja. Die werden beim Drachen keinen Schaden machen. Das ist ein Feuerdrache. Egal. Warum bleibt es überhaupt Feuerdrache im Eisbiom sein, hä? Das hatte ich dir aber auch vorgelesen. Eispfeile oder normale Pfeile, Giftpfeile, aber Feuerpfeile bringt nichts. Mir ist schon klar, dass ich zwischen den Aufnahmesessionen alles vergesse. Und diese Aufnahmesession hast du es mir nicht gesagt. Nur, dass du Giftpfeile mitnimmst. Was merkt man sich? Wie du dir nicht merkst, in welche Farbe man gehen muss. Ja, ja, ganz ehrlich, ich merke mir doch auch über Wochen hinweg das mit den Bossviechern. Also, hä? Ja, ich halt nicht. Oh, schau, hier muss doch noch ein scheiß Ei sein. Was ist das denn? Ach hier, so eine Höhle wieder. Ah, hier ist eine Kiste drin. Ah, lol. Okay. Dann hatten wir Pech mit unserem Loch. Du, und ganz ehrlich, in der Zeit hättest du zum Boot rennen können, das Ei holen. Hätte ich. Hättest du aber auch machen können. Ich kann kein Ei tragen. Dann schmeiß was weg. Was hast du überhaupt? Ich dachte, du wärst unter 100 und jetzt hast du wieder über 100. Nee, ich war nie unter 100. Ich habe ja noch das ganze Essen hier drinne. 20 Würstel, 10 Dingsbums und 6 Marmelade. Und ich werde das Essen, das werde ich, nee, ich werde hier kein Essen wegschmeißen. Nee, ich werde wegschmeißen, ich habe es in die Kiste gepackt. Ja, wir haben da nur 2 Kisten. Ich kann ja keine dritte setzen, dank Golem-Arsch. Kriegen wir den früher oder später eigentlich besiegt? Keine Ahnung. Außer die geben uns hier Kanonen.
Feste wie Ostern. Hab ein Ei bei mir. Und ein Drachen. Ich habe ein kleines Problem mit dem steilen Hang und einer Ebene. Dann komm wieder zurück. Wie gesagt, ich hab hier ein Ei. Ja, ich weiß, ich bin unterwegs. Ich kann ja versuchen, nur so weit wie es geht mit dem zu daddeln. Ich dachte hier auch gerade nur noch hoch. Oh, dann wird der Drache ja doch erst in der nächsten Folge beschworen. Wenn überhaupt. Wollt ihr mich jetzt ganz verarschen? Warum kommst du den Berg nicht hoch? Ne, ein Drache nervt mich schon, aber viere sind übertrieben. Du machst das schon. Vor allem, ich höre die Drachen einfach alle. Bleib liegen, Ei. Ey. Nein! Bleib! Ah! Ei wollte wegkullern. Bleib liegen! Nice! Soll ich noch ein Ei mitbringen? Dann nimm deins. Bis du bei mir bist, dann bist du mit dem sowieso oben. Ich komm zu dir, damit ich dich dann ein bisschen schützen kann. Boah, ey, ich sehe bei diesem Schneesturm wieder super viel, echt. Unten oder oben am Berg? Wie, was meinst du mit unten oder oben? Naja, ich sehe halt dein Mannequin, aber nicht, dass ich jetzt umsonst den Berg runterrutsche. So, nö, unten. Brauchst du mich auch gar nicht beschützen. Ich habe ja kein Übergewicht. Hm, okay, wenn du das nicht willst. Aber renn bitte nicht bei unserem Bett dort lang wegen dem Golem. Oh Gott. Ausdauer, ich hasse dich. Nimm Ausdauertrank. Ja, die sind für den Kampf. Ich hab ja auch einfach nur gesagt, dass ich Ausdauer hasse. Den kannst du nach 2 Minuten wieder einsetzen. Aber so viele habe ich nicht von dir. Ja gut. Dann werfe ich dir nachher noch ein paar zu.
Das ist nicht das Problem. Und guck mal, zum Glück laufe ich vor dir. Wir sind Kackwölfe. Ich sehe sowieso nicht. Oh, scheiße. Bin ich doch beim Bett lang gelaufen. Egal. Irgendwas aufgesammelt? Nee. So, bin oben. Ah, ich auch gleich. Wollen wir auf den Tag abwarten oder wollen wir es in der Nacht machen? Ist mir Tag oder Nacht egal, solange das Wetter besser ist. Zweitens habe ich gerade ein Bett gesoffen und muss sowieso erstmal warten. Dann die Nacht überspringen oder hier warten? Weil wenn wir die Nacht überspringen, regeneriert sich die Ausdauer nämlich schneller und ich kann dann nach dem Pennen eine neue Folge starten. Die geht jetzt schon wieder 22 Minuten. Die beende ich jetzt kurz. So, da waren wir jetzt auf Ostereiersuche. Haben zum Glück die Eier gefunden. Und hier haben wir noch den Golem, ja. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann natürlich den Drachen beschwören und kämpfen so gut wie es geht. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.